Herzlich willkommen aus Madrid. Heute ist das erste La Liga-Spiel von Barca. Sie spielen gegen Getafe. Ich bin im Auswärtsblock am Start. Ich habe so Bock, Leute. Ich sag's euch, hier ist eine Hitze in Madrid, aber es ist natürlich auch aktuell Hochphase. 36 Grad. Ich schnapp uns jetzt ein Taxi und es geht zum Hotel. Freunde, es gibt schon wieder so viele News. Real Madrid hat gestern ihr erstes Spiel 2-0 gegen Bilbao gewonnen. Bellingham hat sogar ein Tor gemacht. Dabei hat sich aber Eder Militao ebenfalls ein Kreuzbandriss zugezogen. Also die sind gerade echt im Verletzungspech. Und anscheinend soll Neymar jetzt zu Al-Hilal wechseln. Die sind schon in fortgeschrittenen Verhandlungen. Ich fress wirklich im Besen. Und Leute, Mbappé ist doch wieder zurück im Squad von PSG. Nach erfolgreichen Gesprächen und anscheinend soll er vielleicht sogar seinen Vertrag verlängern um ein Jahr. Also dieses Theater hört wirklich nie auf, aber eigentlich muss Kylian genau hier in diese Stadt wechseln. Ich zeige euch das mal. Der Flughafen ist ein bisschen außerhalb. Unser Hotel ist irgendwo im Zentrum. Und Getafe ist quasi so ein Vorort von Madrid. Da werden wir dann wahrscheinlich später so 20 bis 30 Minuten mit Uber oder so hinfahren. Ich muss zugeben, Leute, ich war ja jetzt echt auch schon sehr oft hier in dieser City. Die Straßen hier sind viel sauberer als in Barcelona. Oh, dieser Mustang hat mich gerade so an den Amerika-Trip erinnert. Oh, ich denke so gerne dran zurück, Leute. Das war wirklich 10 von 10. Das Hotel heute von außen sieht, ja, sehr stadtmäßig aus. Der Mann bringt mich jetzt extra zur Rezeption. Und hier ist auch so eine frische Bar schon direkt. Ja, von innen sieht sie hier ultra sick aus. Was sind das denn für Steinplatten hier an den Wänden? Aha. Okay. In der Bibliothek muss ich einchecken. Leute, die meint, dafür, dass ich das erste Mal Gast hier in diesem Hotel bin, bekomme ich ein kostenloses Upgrade und die meint, ich bin irgendwie ein Jacuzzi auf der Terrasse. Wie korrekt, also richtig netter Service. Unten ist auch noch ein Spa, oben noch ein Rooftop-Pool. Boah, Alter, wie sieht denn das Treppenhaus hier aus? Bin ich hier schon wieder im Schloss? Oh, hola. Hola, hola. Yo tengo que ir por ahí. Gracias, esta vez. Kennt ihr das aber, Leute, wenn das Personal so übertriebens freundlich ist? Also ist ja sehr korrekt, aber das ist dann einem selber irgendwie dann fast schon unangenehm. Ich muss jetzt extra nochmal rausgehen. Mein Zimmer ist das einzige, was sich da nochmal so separat da befindet. Ich habe auch gerade mal geschaut. Normalerweise würde jetzt dieses Zimmer 1000 Euro die Nacht kosten. Das hätte ich jetzt niemals gezahlt. Es ist so warm, ey, als ob man im Urlaub ist. Lol, habe ich hier einfach so ein kleines Häuschen für mich alleine, oder was? So, dann steppen wir mal hier hinein. Alter, das ist ja echt einfach ein Haus. Also, man kommt hier hinein. Nach rechts geht's hier jetzt direkt in so ein Wohnzimmer. Boah, ist auch echt angenehm hier klimatisiert. Couch, noch nie so viele Kissen in meinem ganzen Leben gesehen. Komplette Abschlusskette. Hier ist schon mal eine Minibar, glaube ich. Sag doch hier mein Hotelinstinkt. Oder sind hier nur Gläser? Nee, hier ist Minibar, oder? Na? Ja, da ist sie doch, Digga. Okay, perfekt. Hier noch ein paar Snacks, Chips, Süßigkeiten, Bose Soundanlage, Maschallah. So, was haben wir denn hier für ein Zimmer? Ach, hier geht's direkt nach draußen. Nicht, dass ich mich jetzt hier aussperre. Okay, von da bin ich eben gekommen. Esstisch. Das gehört alles zu mir, oder wie? Oha, das ist ja unnormal chillig, Mann. Ich glaube, abends, wenn man hier dann die Lichter anmacht, ist es auch richtig entspannt. Wo meinten die jetzt, das ist ein Jacuzzi? Hier haben wir das WC. Noch einen kleinen Spiegel. Leute, wer von euch übrigens liebt Animes? Das ist ja mein absoluter Favorite One. Ihr könnt gerne mal euren Lieblingsanime in die Kommentare schreiben. So, und dann hier haben wir noch das Bett. Wieder mit solchen fetten Säulen. Hier noch ein Fernseher. Oh, Alter, ich habe ja noch ein Bad. Hä? Achso, ja, muss ja klar. Ich habe Dusche war ja noch nicht da. So, oh, jawohl. Auch noch so eine freistehende Wanne. Was haben wir hier noch? Ist da noch ein WC oder wie? Ja, tatsächlich. Noch mal eine Keramik. Und hier dann eine Dusche oder wie? Ja, Alter. Auch wieder richtig groß. Ja, da kann man auf jeden Fall eine Nacht nächtigen. Oh, ja, sí, hola. ¿Qué tal? Sí, bien, bien. So, hier um die Ecke ist da noch, oh, auch so ein kleiner Ankleidebereich. Also, boah, das ist ja echt, also, wenn jetzt hier auch noch, was haben wir hier? Ah, da ist echt ein Jacuzzi, ich glaube es nicht. Ey, das ist ja unfassbar. Also, das ist ja nochmal eine zweite Terrasse. Safe Top 3 Hotelzimmer, wo ich jemals war. Ey, da werde ich jetzt halt safe einmal reinspringen, ne? Es gibt jetzt einen Jacuzzi-Sprung und einen Bettsprung. Ja? Matratze auch gemütlich? Ey, Digga, ich zieh mir sofort Badehose an. Mit der Badehose natürlich vom GOAT am Start. Barca konnte übrigens noch fast alle restlichen Spiele registrieren. Der einzige noch fehlt ist Inigo Martinez, aber der ist eh noch verletzt. So, Leute. Ja.
Ja, oh. Alter, ist das geil. Oh mein Gott, was für Ehrenmänner von dem Hotel. Ah, hier werde ich nach dem Sieg chillen, Leute. Heute nach einem schönen Tor von Ilkay Gündogan. Also wenn das nicht entspannt ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Geil! Man fühlt sich hier einfach wie im Urlaub. Erstmal Schlappen angezogen. Okay, und jetzt bin ich ganz oben auf der Rooftop-Bar. Alter, was hat man denn bitte hier auch für eine Aussicht? Hola! Hola! Boah, zieht euch mal diese View hier hinein. Schauen wir uns mal kurz den Pool an. Gracias! Ah, okay, und hier ist nochmal so ein kompletter separater Bereich, richtig chillig. Also das sieht ja schon mal überragend aus. Ich habe mich hier Lachsfilet bestellt, Leute, mariniert, gegrillt und noch Kartoffelpüree. Das werde ich jetzt hier mit dieser Aussicht genießen. Kommt auch noch hier mit Bohnen. Boah, köstlich. Ich liebe ja Kartoffelbrei, Leute, noch. Konsistenz auch interessant. Fast schon wie so Pudding. Auf der Zunge zugeht. Ey, no cap, jetzt real, real talk. Der Kartoffelbrei. Lachsfilet gebe ich einem 8,5. Kartoffelbrei 10. Es ist so entspannt hier heute in Madrid, weil es Sonntag ist. Es ist nicht so viel los. Vor allem in der Area, wo ich gerade bin. Wir sind auch nicht mal so weit entfernt vom Bernabeu. Kenne ich mich ganz gut aus und deswegen gehen wir jetzt mal zum Plaza de Cibeles. Der eine Mann da vorne läuft gerade an mir vorbei und sagt, Hala Madrid. So ein Frechdachs. Heute gibt es auch mal wieder ein ganz neues Stadion auf meinem Kanal. Dort war ich noch nie. Viva España. Wie random steht hier einfach so ein gigantischer Frosch. Was ist das hier für eine chillige Wassereinlagerung? Ich liebe es, Leute, wenn die Sonne so durch die Bäume schimmert, ne? Nichts Besseres. Oh, Digga. Hier noch so ein chilliger Brunnen. Da vorne ist der Platz, wo wir gleich kurz Halt machen. Ah, warte mal. Ich war doch hier schon mal. Genau hier um die Ecke ist die Bank von Spanien. Da habe ich mal in einem anderen Blog nachgefragt, ob dort wirklich Haus des Geldes gedreht wurde. Man merkt aber echt immer wieder, dass die Leute auf mein Trikot luschern. Da sind die Madrilenen zu stolz. Ich bin gerade todesimpressed. Die Autos verwandeln sich einfach in so kleine Transformers. Ey, boah, hätte ich von sowas geträumt als Kind. Und das, meine Freunde, ist der Museo del Prado. Einer der bedeutsamsten Museen in ganz Spanien. Die Plätze hier haben auch immer solche coolen Namen. Der hier zum Beispiel heißt La Plaza del Emperador Carlos el Quinto. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir uns auf nach Getafe. Vamos. Mal schauen, wie lange es dauert. Taxi, amigo. Ja, Ehrenbruder. Boah, wie chillig. Wir müssen sogar nur 12 Minuten dorthin fahren. Und jetzt ist es auch fix. Reals neuer Torwart heißt Kepa. Fun Fact, Messi hat damals 2007 das berühmte Solo-Tor Messi a la Maradona gegen Getafe erzielt. Und ein weiterer Fun Fact, ich glaube, das wissen die wenigsten, das Hinspiel gewann Barca damals 5:2 und das Rückspiel in Getafe verloren wir 0:4. Das ist einfach 16 Jahre her und ich kann mich noch so gut an das Spiel erinnern. Damals hieß Sky nämlich noch Premiere und die hatten die Rechte an der La Liga und ich habe das Spiel bei einem Kollegen geguckt, weil für meine Eltern war das damals viel zu teuer. Und hier sind wir schon. Okay, ist alles sehr entspannt. Hier laufen viele auch mit Barca-Trikot rum. Man weiß ja nie, Leute, wegen der Rivalität. Und ja, hier ist auch schon das Stadion von Getafe. Das hat nur 17.000 Plätze und ist somit das allerkleinste in der ganzen Liga. Aber trotzdem muss man sagen, halten die sich echt schon seit einer halben Ewigkeit in der ersten spanischen Division. Der sieht aus wie Pedri, lol. Das gibt's doch nicht, dass man sogar hier Jürgen Bürger trifft. Das geht, Jungs. Alles klar? Na, seid ihr Getafe-Fans oder was? Ich dachte schon. Wir haben Madrid Urlaub gemacht. Ah, sehr geil. Ja, klar, natürlich. Ja. Und das ist einfach deren Fanshop. Ich habe, glaube ich, auch noch nie so einen winzigen gesehen. Aber Freunde, wie gesagt, Getafe ist echt eine eklige, zu bespielende Mannschaft. Und historisch haben wir auch schon oft da gepatzt. Man kann von außen eigentlich auch schon ganz gut ins Stadion hineinsehen. Ich muss jetzt auch irgendwo mein Auswärts... Oh, der Hund ist so süß. Mein Auswärtsblock-Ticket abholen, das wurde hier irgendwo hinterlegt. Das Gute an solchen kleinen, kompakten Stadien ist, dass man halt immer so nah am Rasen ist. Ich liebe einfach solche Auswärtsreisen, wo man immer neue Places für sich entdeckt. Ja, hier auch nochmal die Bestätigung. Die letzten drei Spiele im Coliseum Alfonso Pérez konnten wir nicht gewinnen. Ich habe mir jetzt ein Magnum-Eis geholt, das kommt ganz, ganz gefährlich. Gibt nichts Besseres bei dem Wetter. Ja, lieber. Ja, wer kommt denn da? Der Mannschaftsbus von Barca. Die Kinder rennen sogar der Opi. Mein Ticket ist heute auch echt preiswert. Es kostet 30 Euro, ist natürlich auch personalisiert. Schaut mal, Leute, das ist der Auswärtsblock-Eingang und es gibt gar keine Absperrungen zwischen den Heimischen und den Gästefans. Also man kann einfach ganz entspannt hier ins Stadion hinein. Ich bin durch die Kontrollen durch und ja, wir sind jetzt auch schon drin. Da stehen so ein paar Ersatztore.
und man kann auch schon hier hineinblicken. Das ist Flutlicht, Leute. Ich muss mich jetzt erstmal hier kurz orientieren, wo hier überhaupt der Aussichtsblock ist. Alter, wie chillig, Digga. Klein, aber fein. Nächste Woche werde ich übrigens auch beim ersten Heimspiel von Barca sein. Wir spielen ja jetzt nicht mehr im Kapu, sondern in einem Übergangsstadion. Und da wird es dann offiziell auch eingeführt. Das ist der einzige Stand für die Gästefans, wo man sich Wasser und Bier holen kann. Das ist echt bodenlos. Aber merkt doch schon, das Stadion ist auch echt schon in die Jahre gekommen. Genau, das ist mein Sitzplatz. Und das ist die finale Sicht. Von hier habe ich aber eigentlich einen ganz guten Überblick. Oh, wenn hier Barca ein Tor schießen sollte, dann zu unserer Kurve läuft es richtig cool. Unser Bereich ist hier abgegrenzt mit den Zäunen. Ist gar nicht mal so klein für spanische Verhältnisse. Und da ist unsere Mannschaft, Leute. Araujo sehe ich doch schon direkt. Ist doch rechtzeitig fit geworden. Pedri. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Barca! Und Ilkay Gündogan auch mit seinem Pflichtspieldebüt. Genauso wie der andere Neuzugang. Oriol Romeo auch von Anfang an. Sag mal, was du kannst. Yeah. Smooth. Oh, yeah, baby. Also besser als mit dieser Verteidigung können wir momentan nicht starten. Der Einzige, der eigentlich nur fehlt, ist Gavi im Mittelfeld. Und wenn man vielleicht noch offensiver spielen möchte, damit Anzug vorne statt Romeo, kommen aber dann bestimmt in der zweiten Hälfte rein. Sam Dam, Ona Sam Dakor, Una Baguera, Ashirmana, Dali, Barca, Barca, Barca. Es geht jetzt gleich los, Leute. Also von den Getafe-Fans kommt ja quasi nichts vor Angriff. Ich muss sagen, die besten Fans in Spanien, die ich bisher ehrlicherweise erlebt habe, sind von Betis Sevilla und von Atletico Madrid. Die haben auch sehr underrated Fans. Deswegen, ja, kommt zu uns, Marc-André ter Stegen. Marc-André ter Stegen. Ladies and Gentlemen, damit ist die La Liga-Saison offiziell eröffnet. Mission Titelverteidigung. Nein! Elfmeter? Nee. Boah, da haben wir ja komplett geschlafen. Riesenchance für Getafe, aber er hat keinen Druck hinterm Ball gebracht. Boah, Rafinha gegen zwei. Abitro! Tacheta! Ich glaube, wir haben seit Messi keinen direkten Freistoß mehr verwandelt. Na komm, jetzt wäre ein schöner Moment dafür. Oh, Abschluss! Jetzt machen wir mal ein bisschen auf. Fast schon 25 Minuten sind gespielt, Leute. Es wird ein Geduldsspiel. Der Tafel steht ultra tief und Barca bietet bisher kein Feuerwerk. Jetzt vielleicht mal Romeo! Pfosten, oder? Nein, nein, nein! Ter Stegen, du bist ein Macher! Die Taffe, die Frechdachse sind aber auch gut gefährlich, Mann, wenn sie mal nach vorne kommen. Oder wir sind einfach zu unkonzentriert hinten. Ich fass es nicht! Rote Karte für Rafinha, gelb-rot! Das ist lächerlich, das ist lächerlich. Die sind einfach nur zusammengestoßen, ich check es nicht. Das muss der Bar doch jetzt schon. Ey, als ob wir jetzt so unterfallen sind, die kommen so schon kaum durch, weil die wie im Handball sich hinten aufstellen. Es ist Halbzeit. Ich raste doch aus. Das war so eine dumme rote Karte, wirklich, wie unnötig. So eine maue Vorstellung aber auch von uns insgesamt. Es wird jetzt so eine harte Nuss, da durchzukommen in der zweiten Hälfte. Ich nehme 1-0 ein dreckiges komplett mit. Normale Toiletten übrigens gibt es hier nicht. Es sind nur Dixie-Klos für uns aufgestellt. Hey, Chiri! Komm, Lever, aufstehen. Pedri. Ja, da ist die Lücke, Abde! Oh, frische Partie! Lalalalalala, Barca! Ja! Gelb-Rot, jetzt auf für Getafe! Let's go! Wichtig und richtig, Mann! Jetzt wieder 10 gegen 10. Komm, wir gewinnen das Scheißspiel! Let's go! Vamos! Vamos! Ole, ole, ole! Ole, ole, ole! Ole, ole, ole! Madridistas, hijo de puta! Madridistas, hijo de puta! No, 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 das war nichts, das war nichts! Es wird hier hitzig, Leute! Schön, Pedri! Geile Aktion! Fuera! 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 Fuera!
Die Rufe gehen wieder gegen den Schiri. Der lässt aber auch voll viel Zeit spielen mir zu, aber es gab in der ersten Hälfte schon 10 Minuten Nachspielzeit. Oh la la la, ist la 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 la. Geht Kai. Ja, ja, ja. Einfach halt auch hoch. Danke. Jetzt ist er! Nein! Was auf der Linie, klärt sie! Ab der! Oh. Schieß! Oh. La 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 la! La 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 la! Leute, das ist so krass! Gleich kommt Jamal rein, der erst 16-Jährige. Und Xavi bevorzugt ihn anstatt von Anzufati. Das ist schon echt eine Ansage. Jetzt volle Offensive. Anzufati ist auch drinnen. Und Gavi. Gündogan raus, war aber meiner Meinung nach noch einer der besten von Barca. Und da ist er. Lamine Jamal. Buena! Mann, aber jetzt muss der nochmal sitzen, Alter! Bravo! Bravo! 99. Minute schon, Leute. Nachspielzeit ist fast zu Ende. Araujo ist schon Mittelstürmer. Ey, das war kein Ball! Das war kein Ball! Der hat den Ball nicht berührt! Das muss er wieder geben! Elfmeter! Der hat den Ball nicht berührt! Ja! Der Schiri schaut sich an! Oh mein Gott! Der Schiri schaut sich echt an! Leute, schaut an! Wir sind schon lange über der 99. Minute hinaus! Oh, bitte, bitte! Uruguayo! 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 Was denn, Elfmeter? Nein! Er sagt Hand Gavi oder so. Was, Hand Gavi davor? Nein, was wollt ihr von mir? Was passiert hier? Oh, die Spieler gehen auch aneinander. Nein. Er sagt Hand Gavi. Ich hatte so Hoffnung, dass wir noch einen Lucky Punch jetzt einfahren. Digga, als ob wir mit der Scheiß 0 nochmal starten in die Saison. Direkt 2 Punkte Rückstand auf Real. Ja, das ganze Stadion beleidigt uns. Das war's. Der Schiri hat abgepfiffen. Ich bin so im Loch. 0-0 gegen Getafe. Scheiße, ey. Boah. Man muss sich aber auch eingestehen, wir hatten heute nicht eine hundertprozentige Torchance rausgespielt. Immer nur so Halbchancen. Die Saison ist noch lang, lasst aber gerne einen Daumen nach oben da. Kostos Abo, um die nächsten Vlogs nicht zu verpassen. Ich werde jetzt erstmal mich ausruhen, Leute. Letzte Nacht, die Stunden waren schon ziemlich heavy mit dem Leipzig-Bayern-Spiel noch und jetzt hier nach Madrid. Aber ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Danke für alles, Freunde. Ciao. Ich gönne mir jetzt erstmal einen Frustburger hier bei KFC. Amanakoidem.